So. Okay. Wir machen noch mal einen Beweis einer aussagenlogischen Äquivalenz mit Äquivalenzumformungen. Sie haben in den Übungen ganz viele Aussagen bewiesen über Wahrheitstafeln. Und die Aussagen, die man da bewiesen hat, die kann man dann verwenden in anderen Beweisen, ja, sodass man einfach die aussagenlogischen Umformungen macht, die Äquivalenzumformungen und nicht immer wieder Wahrheitstafeln verwenden muss. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Nehmen wir mal Folgendes. Ich habe auf dem Zettel hier stehen, weil ich mir das nicht merken kann. Aus A folgt B und daraus folgt C. Das soll das gleiche sein wie A oder C und nicht B oder C. Die Äquivalenz dieser beiden Aussagen sollen gezeigt werden. Jetzt kann man natürlich hergehen und eine Wahrheitstafel machen. Mit A, B, C hat man 8 Zeilen, schön systematisch strukturiert. Und dann machen wir W, F, F, W, F und so weiter. Das ist aber irgendwann langweilig, insbesondere wenn die Aussagen viel größer werden noch, dann will man keine Wahrheitstafel machen, man täuscht sich ja auch so schnell. Man kann aber diejenigen Aussagen, die man bereits bewiesen hat, diejenigen Äquivalenzaussagen, natürlich verwenden für Äquivalenzumformungen. Das bedeutet, wir beginnen auf einer Seite, beispielsweise hier. Also das hier oben ist zu zeigen, schreiben wir hin zu zeigen. Jetzt machen wir Beweis. So. Wir beginnen auf einer Seite und machen so lange Äquivalenzumformungen, bis wir auf der rechten Seite rauskommen. Das Ziel ist, von der einen Seite zur anderen zu kommen mit Äquivalenzumformung. Kleiner Tipp: Man kann auch von hinten mal vorgehen, also rückwärts Äquivalenzumformung machen. Ne? Manchmal ist es so, dass man umformt und kommt an eine Stelle und merkt, da komme ich nicht weiter. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen muss. Dann ist es gar nicht so schlecht, mal von hinten vorzugehen und mal rückwärts zu machen, zu versuchen, sie sozusagen anzunähern in der Mitte. Ne? Okay, jetzt fangen wir mal hier oben an. Welche Regel kann man hier als erstes anwenden? Ich würde mal folgende vorschlagen. Wir haben mit Wahrheitstafeln in der Übung Folgendes gezeigt. Aus x folgt y, das ist das gleiche wie nicht x oder y. Nicht x oder y. Ja? Ja? Und jetzt? Ja, machen wir erstmal einen Schritt, ne? Ja, können wir nochmal machen. Genau. Jetzt haben wir es aber erstmal einmal gemacht. Aus A folgt B, formen wir um zu nicht A oder B. Diese Regel hier ist extrem praktisch, wenn man eine Implikation loswerden will. Das Zeichen stört häufig. Ja, aus X folgt Y, ist dasselbe wie nicht X oder Y. Das haben wir mit Wahrheitstafeln gezeigt, das können wir hier jetzt einfach verwenden. Und Sie haben gleich richtig angedeutet, genau, das kann ich nochmal machen. Für diese Implikation, das ist also nicht dieser Teil oder dieser Teil. Sie müssen sozusagen immer in Mustern denken. Hier steht x, aus x folgt y. Was x und was y ist, ist natürlich beliebig. Wenn Sie irgendetwas haben, dieser Struktur, also aus etwas folgt etwas, dann können Sie es selbst auch schreiben, nicht der linke Teil oder der rechte Teil. Was x und y ist, ja, hängt dann vom Kontext ab. Ja? Nicht A oder B. Richtig. Kleiner weiterer Tipp: Machen Sie nicht zu viele Dinge auf einmal, ne? Weil man weiß nicht so genau, ob man jetzt, also lieber Klammern setzen als nicht setzen und so. Wenn man geübt ist, kann man mehrere Schritte auf einmal machen, aber selbst da passieren leicht Fehler. Also lieber einfach einen Zwischenschritt hinschreiben als zu viel auf einmal. Ja. Sehr schön, genau, ne? Das ist genau die Struktur, da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Hier haben wir jetzt nicht,
irgendwas oder irgendwas und jetzt kann ich das Gesetz von dem Morgen nehmen. Mhm. Ja, nicht, nicht A. Und nicht B, richtig. Oder C. Wir haben das nicht hier reingezogen mit dem Morgen. Bedeutet das, ich muss das nicht vor jeden der beiden Teile stellen und das Zeichen in der Mitte umdrehen. Ja? Das haben wir mal ganz oberflächlich argumentiert. Also nicht vor der ersten Teil ziehen und das und oder zum und machen oder umgedreht. Also jetzt können wir hier hinschreiben, da haben wir den Morgen angewendet. Einfach um demjenigen, der es liest, ein Zeichen zu geben, dass man weiß, was man tut. Ja. Jetzt könnte man das nicht, nicht A ist ja eine doppelte Negation, das ist dasselbe wie A. Also kann man richtig? A und B und nicht B, also Klammern oder C. Richtig? Nicht, nicht A ist A, doppelte Negation. Und jetzt? Ja? Ja. So. Hier steht letztlich der eine Teil im Distributivgesetz, x und y oder z. Wir hatten bewiesen, auch wieder allgemeines Muster, x und y oder z. Das ist das gleiche wie x oder z, wie x oder z und y oder z. Muss immer ein bisschen aufpassen hier mit und oder, ne? X oder z und y oder z. A oder c und nicht b oder c. So, genau. Können wir noch hinschreiben. Distributivgesetz, das kürzen wir manchmal mit dis ab. Und dann, wenn man ganz glücklich ist, dass man es bewiesen hat, da kann man unten hinschreiben QED, ne? So. Okay, gibt es noch Fragen? Ja? Ja? Da waren die Klammern anders gesetzt. Da waren die Klammern anders gesetzt? Ja, da stand A und Klammer auf B oder C Klammer zu. Ach so, A. Ah. Sie haben völlig recht. Weil der Wahrheitstafel war es andersrum, ne? Ja. Aber wir haben bei den Wahrheitstafeln auch bewiesen, da bin ich gerade drüber weggegangen, dass das oder kommutativ ist. Also x oder y ist dasselbe wie y oder x. Sie können also das z, das oder z, auch sagen, das ist z oder x und y. Sie können es also erstmal rumdrehen. Ne? Sie sagen, x und y oder z ist dasselbe wie z oder x und y. Dann wenden Sie das Distributivgesetz an, so wie wir es mit der Wahrheitstafel bewiesen haben. Das ist z oder x und z, Entschuldigung, z und x, z, nee, z oder x und z oder y. So. Und jetzt können wir hier wieder jeweils das Kommutativgesetz anwenden vom oder. Und das steht dann da, das ist dasselbe wie x oder z und y oder z. So. Das ist genau das gleiche wie da oben. Sie haben völlig recht, da war ich ein bisschen unsauber. Natürlich, das Distributivgesetz gilt in dieser Form und in der anderen Form eben aufgrund der Tatsache, dass das Kommutativgesetz gilt. Ja, also die Gesetze, die mit den Wahrheitstafeln bewiesen worden sind, die müssen Sie in Anführungszeichen auswendig können. Sie können, wenn Sie sich unsicher sind, auch immer noch mal kurz eine Wahrheitstafel hinmachen und überlegen, ob das denn gilt, was Sie gerade im Kopf haben. Beziehungsweise durch die Übung. Jetzt lernen Sie so viele Gesetze kennen, dass Sie die eigentlich gar nicht auswendig lernen müssen, sondern die gehen Ihnen in Fleisch und Blut über. Okay, dann würde ich sagen,